Und dann schauen wir mal, was das jetzt für eine Rolle war. Liebe gute Ivo, würdest du sie bitte durchlesen, diese Zauberspruchrolle? Eine Zauberspruchrolle? Das sind Zaubersprüche, die in einer Schriftrolle stecken. Das hier ist ein Frostzauber, wie es scheint. Ein Frostzauber? Können wir, genau. Und dann mit dem Hammer draufhauen, oder nicht? Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie im Blut ist der Zauberspruch nur ein Blatt Papier. Aber MacGuffin vielleicht. MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Hier. Seid ihr zufällig magisch begabt? Das Vieh hat einen Frostzauber gefunden, aber ich kann ihn nicht benutzen. Da muss ich passen. Ich bin auch nicht magiebegabt. Wer ist das heutzutage schon? Ach Mensch. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Das Vieh ist aber auch nicht magisch begabt, oder? Können wir es ihm zurückgeben und mit ihm nochmal versuchen, auf das hier anzuwenden? Ich kann mit dem Zauberspruch nichts anfangen. Du vielleicht? Lokto, er hat genickt. Nun, Vieh, dann, walte deines Amtes. Vereise die Gitterstäbe, das Vieh ist magisch begabt. Was hat es vor? Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Hey, cool. Das ist ja ein süßes und sogar nützliches Vieh. Und nun draufhauen. Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Nun denn. Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh. Genau. Juhu, ohne das Vieh wär's nicht gegangen. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Womit? Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Ein Dietrich. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. Also kann er zur Truhe? Genau, komm erstmal da raus, MacGuffin. Können wir ihn jetzt spielen? Nein. Vielleicht kann er uns den Draht geben für die Truhe da oben. MacGuffin? Ja? Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Der ist auch eigen. Gut, also, ja. Die Peitsche, die hängt noch beim Drachen. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Na, dann geh mal lesen. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Oh. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Wow. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung.
Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Der teleportiert nur nicht. Gut, könnt ihr die Maschine bedienen? Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art und eine kleine Goldmünze. Ich eile. Ausgezeichnet. Immer diese Probleme. Und woher kriegen wir die Nummer? Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Also müssen wir jetzt noch ein Telefonbuch und... Ich muss weiter, bis später. ...ein Geldstück finden. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Ganz sicher nicht. So, Ivo, du gehst jetzt aber mal hoch zur... Truhe. Irgendwas muss auch mit den Fackeln noch sein. Bei der einen hat sich ja was getan, wie so ein Hintergrund, wie ein Mechanismus. Zumindest klang es so. Das Warner können wir jetzt auch nicht mehr anzünden, denke ich mal. Das hat ja seinen Zweck erfüllt. So, Universal-Türschlossöffner. Knacke das Schloss. Hoffentlich ist da drin, was wir brauchen. Das ging ja schnell. Und? Goldmünzen. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Ach Mädel, wenn du schon mal Goldmünzen klauen kannst. So, damit ist hier oben aber abgehakt, oder? Ja, komm, zurück. Zurück, Ivo. Mit den Waren, ja. Über die Wache können sie noch ihren Senf abgeben. Aber ich denke mal... Ja, Goldmünzen hätten wir damit schon mal. Zurück zu MacGuffin, würde ich sagen. Die Fackeldinger gehen noch. Und der Lichtschacht. MacGuffin? Ja? Hier. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her! Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Irrsinn. Wenn wir Pech haben, müssen wir viele Milliarden Nummern ausprobieren. Und wer weiß, an welchen Ort uns eine falsche Nummer bringt. Schon gut, schon gut. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Irrsinn. Schon gut. Gut. Ich muss weiter. Bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Können Sie jetzt in die Stadt runter? Das Vieh wollte ja nicht. Hier oben die Lösung finden. Die Straße führt hinab in die Stadt. Sie ist als Fluchtweg nicht zu gebrauchen. In den Gassen lauern die finstersten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Also auch nicht. Und niemand nicht. Würde auch nur einen Augenblick zögern, einer Elfe den Kopf abzuschlagen. Ja, Ivolein, dann halt nicht. Ist ja gut, ich hab's kapiert. Also, wieder ab in den Kerker. Und ja. Müssen wir gleichzeitig dran ziehen? Wieso nimmst du jetzt den? MacGuffin? Ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Ach so. Gut. Ein Telefonbuch. Na, wer sagt's denn? Das sollte uns weiterhelfen. Untersuche das Loch. Mal schauen. Ein Buch. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Mehr ist nicht drin. Okay. Na, dann gib ihm noch das Buch. Und dann lass ihn mal fleißig telefonieren. MacGuffin? Ja? Schaut hier. Dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal. Darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Nicht wahr? Tatsächlich. Hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Wie lautet sie?
2! Hätten wir ja lange rumprobieren können. Dann wollen wir mal sehen. Ist das jetzt wirklich ein Teleporter? Das Telefon? Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Chip Chip auch. Also schön. Man soll dieses Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Ui. Also eher wie in Harry Potter, oder sind die Telefonzellen doch auch Eingänge zu irgendwas? Nervenzerreißende Minuten später. Wo genau kommen wir jetzt raus? Wir waren ganz oben. Oder? Das war interessant. Einfach lächerlich. Und jetzt? Auf zum Erzmagier. Gut, auf zum Erzmagier. Kapitel 4, die wilden Lande. Wieder mal ein Ladebildschirm. Aber der geht ja relativ schnell vorbei. Oh, zurück im Orklager. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Nun ja, ich bin als Letzter übrig. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Also habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell. Oh, Masas. Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Was will ich denn da? Du kannst sie nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Worauf wartest du noch? Hau die Grünhaut um! Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Klasse. Und da ich keinen Gegner habe, wird dieser Wettkampf wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Masas wird sich als Gegner hinstellen, oder? Also schön. Der Wettkampf hat begonnen. Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Und ist zum Abschuss freigegeben. Oh Mann. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Wart's erstmal ab. Gut, wir dürfen also das Lager nicht verlassen und es spielt sich jetzt alles hier drinnen ab von den Prüfungen. Ja, da würde ich mal sagen, das ist jetzt zwar ein etwas kürzerer Part, aber ich beende das mal an dieser Stelle, da ich nicht weiß, wie lange ich noch Ruhe zum Aufnehmen habe, ganz ehrlich gesagt. Also, kurze Aufnahmepause, wir sprechen uns vermutlich morgen wieder. Zumindest habe ich jetzt richtig Elan, das Spiel zu Ende zu bringen. Soweit wie wir fortgeschritten sind, kann es ja nicht mehr lange dauern. Und dann ist da schon wieder dieses Kribbeln in den Fingerspitzen, das hier zu beenden und was anderes anfangen, beziehungsweise vielleicht auch weitermachen zu können. Deswegen sage ich erstmal, ciao und bis zur nächsten Aufnahmesession dann.